Dieser Mann ist ein Dichter. Und er hat viele Namen. Blume, Eilers, Stubenrauch. Als Baron von Winterfeld betritt der 44-Jährige am 1. Januar 1919 Berlins nobelstes Hotel. Im Adlon bezieht er die Suite 130. Einen Tag später wird der Geldbriefträger Oskar Lange genau dort erdrosselt aufgefunden. Ein Polizeifoto zeigt das Opfer gefesselt an einen Sessel. Das Gesicht notdürftig bedeckt mit einem Hotelhandtuch. Das Adlon ist Tatort eines Kapitalverbrechens. Die Liste der geraubten Wertsachen ist lang. Schmuck, Aktien, über 200.000 Mark in bar. Mark Belohnung zahlt man für Hinweise, die zur Ergreifung des falschen Barons führen. Tatsächlich heißt er Wilhelm Blume und versucht verzweifelt, seine Dramen auf die Bühnen der Republik, ja, der Welt zu bringen. Dafür braucht er Geld, viel Geld. Der Tote im Adlon ist bereits Blumes drittes Opfer. Gefasst wird der Dichter schließlich in Dresden. Kaum in Haft schlitzt sich Blume die Pulsadern auf. Und so findet sich sein Name heute nur noch in alten Polizeiakten. Und in den Annalen des Adlon. Dort ist der Dichter und Mörder allerdings nur eine unter vielen gefeierten oder gescheiterten Existenzen. Das Grand Hotel am Pariser Platz. Seit über 100 Jahren ein Ort für große Dramen und Komödien. Für spektakuläre Auftritte und tragische Abtritte. Ein Luxushotel mit einer unverwechselbaren Aura. 1907 eingeweiht, bei Kriegsende zerstört und 1997 neu eröffnet. Stand und steht das Adlon im Herzen Berlins. Seine schillernde Geschichte ist des Adlons größtes Kapital. Ein Mythos zum Einchecken in Deutschlands politischem Epizentrum. Es gibt keine bessere Location in Deutschland für ein Hotel, das bedient, was das Adlon bedient. Ja, das heißt Wirtschaft, Kultur, Politik, Wissenschaft. Es trifft sich alles im Adlon, direkt am Brandenburger Tor. Es gibt keine andere Location. Das Adlon war der Platz, an dem sie sich trafen. Könige, Prinzen, die Fürsten der internationalen Finanzwelt, die angehimmelten Künstler, Frauen, deren Namen von den Fassaden aller Theater- und Filmpaläste leuchteten oder deren einziges Talent es war, schön zu sein. Die Frau, die hier ihr Loblied auf das Hotel Adlon singt, ist weder sonderlich berühmt noch auffallend schön. Und dennoch wird das Adlon für ein Vierteljahrhundert ihre große Bühne. Hedwig Leiten, Hedda genannt, kommt 1920 nach Berlin. Zuvor lebte sie einige Jahre in den USA. Auf dem Silvesterball des Adlons erobert sie das Herz des Hotelerben Louis Adlon im Sturm. Der fünffache Vater lässt sich umgehend von seiner Frau Tilly scheiden. Und Hedda wird die neue Patronin des Hauses und zugleich dessen wichtigste Chronistin. Hedda hat den Louis gesehen und hat zu ihrer Freundin gesagt, den Mann heirate ich. Und die hat sich das halt zu Nutzen gemacht, dass die Ehe zwischen Tilly und Louis schwer am Bröckeln waren. In der Familie wurde sie auch Hedda das Mistvieh genannt.
Als die resolute Hedda Teil der Familie Adlon wird, steht das von ihrem Schwiegervater erbaute Haus bereits über ein Jahrzehnt. Als Deutschlands modernstes und luxuriösestes Hotel öffnet das Adlon 1907 seine Türen. Zu dieser Zeit befindet sich das Deutsche Kaiserreich im Zenit seiner Macht. Die Wirtschaft prosperiert, der Wohlstand wächst. Innerhalb weniger Jahre hat sich Deutschland zu einer modernen Industrienation gewandelt. Um 1900 löst das Deutsche Reich Großbritannien als wirtschaftliche Führungsmacht in Europa ab. Das alles beschert auch der jungen Reichshauptstadt Berlin einen rasanten Aufschwung. Berlin ist wirklich ein Boomtown in der Zeit. Und das beginnt mit der Reichsgründung, als es von der Stadt des Königreichs Preußen zur Hauptstadt des Deutschen Reiches und damit mehr und mehr auch einer Weltmacht wird. Bei der Reichsgründung, also 1870, gibt es etwa 1 Million Berliner. Am Anfang des Ersten Weltkriegs 4 Millionen Berliner. Das heißt, innerhalb von 40 Jahren vervielfältigt sich die Bevölkerung der Stadt. Und das führt natürlich auch dazu, dass sich die Stadt verändert. Neue Gebäude werden gebaut. Das Kulturleben wird immer intensiver und interessanter. Und der Luxus hält Einzug nach Berlin. Und da kommt Lorenz Adlon ins Spiel. Der Mainzer Handwerkersohn landet 1880 an der Spree und häuft hier als Gastronom ein riesiges Vermögen an. Er ist offenbar ein geschickter Unternehmer, der sehr, sehr gut organisieren kann und der ein Gespür dafür hat, was gerade angesagt ist, was gerade die Leute wirklich essen wollen, trinken wollen, welche Dekors sie wollen. Er hat zum Beispiel verstanden, dass es so einen Fernweh gibt in der deutschen Gesellschaft und viele seiner gastronomischen Betriebe wird ja französisches, italienisches Essen zelebriert. Um 1900 gehören Lorenz Adlon bereits mehrere Restaurants in Berlin. Darunter auch das große Terrassenlokal des Zoologischen Gartens. Er hat gekocht wie ein Weltmeister, hat sich hat auf den Zooterrassen in Berlin hat er nicht Eis verkauft, sondern hat Gelato verkauft, hat Italiener geholt. Es war einzigartig in Berlin. Also er hat quasi die Kulinarik in Berlin ein Stück weit revolutioniert. Allein auf den Zooterrassen verdiente mein Schwiegervater innerhalb weniger Jahre etwa 2 Millionen Mark. Er kopierte dort nicht den Pariser Stil. Sein Restaurant war schlechthin ein Pariser Restaurant. Seine Küchenchefs kamen aus Paris, die Oberkellner sprachen alle Sprachen. Mit einem Male gab es in Berlin Bouillabaisse, gesottene Tintenfische, Hummerpie und Haifischflossensuppe. Sogar die kaiserliche Familie speist bei Adlon. Ein Ritterschlag für den gelernten Schreiner. Und so darf sich Lorenz Adlon auch der Unterstützung des Kaisers sicher sein, als er sein kühnstes Projekt in Angriff nimmt. Hier, am Pariser Platz, will sich Adlon seinen Traum von einem modernen Grand Hotel erfüllen. Ja, Wilhelm II., der möchte aus Berlin, aus seiner Hauptstadt, wirklich eine Reichshauptstadt, die Hauptstadt eines Imperiums machen. Das heißt, es soll so prächtig, so glanzvoll, so sensationell wie irgend möglich sein. Und da passt natürlich ein Unternehmer, der sagt, der verspricht, er möchte das vornehmste Hotel der Welt bauen. Das passt natürlich in dieses Bild einer neuen, glanzvollen Metropole. Der Kaiser ist technikaffin. Er fördert die emporstrebende deutsche Unternehmerschaft und verteilt, ungeachtet von Religion und Herkunft, Orden und Ehrentitel an die wirtschaftlichen Stützen seines Reiches. Zugleich aber ist der Geschmack des Kaisers altbacken. Der 1905 vollendete Berliner Dom gehört zu Wilhelms Lieblingsbauten. Die Inkarnation einer mit historischen Reminiszenzen gespickten, rückwärtsgewandten Architektur. Künstlerische Experimente sind dem Kaiser ein Gräuel. Wilhelm II. Ist wirklich jemand, der versucht, vieles
zu kontrollieren und Einfluss zu nehmen. Er ist auch jemand, der ästhetisch durchaus eine Grundbildung hat. Er zeichnet ja beispielsweise, hat das als Junge gelernt. Natürlich ist er kein Architekt und kein Experte, aber er hat eine Vorstellung davon, wie so ein prachtvolles, repräsentatives Gebäude aussehen soll. Und er hält damit nicht hinterm Berg. Adlons Hotelprojekt ist von Anbeginn darauf ausgerichtet, dem Kaiser zu gefallen. 17 Millionen Mark kostet der Bau. 2 Millionen davon sind Eigenkapital, der Rest Kredite. Pro Bett bedeutet das eine Investition von über 40.000 Mark. Zum Vergleich, der durchschnittliche Jahresverdienst beträgt damals in Deutschland nicht einmal 1.000 Mark. Als das Adlon fertig ist, spricht die Presse von einer deutschen Hotelschöpfung, die der Welt Unübertroffenes und nie Dagewesenes bietet. In allen Bädern gibt es fließend warm Wasser. Ein Luxus, der selbst den Kaiser in ungläubiges Staunen versetzt, wie Hedda Adlon zu erzählen weiß. Der Kaiser dreht bei seinem Rundgang von den Fürstenapartments in der ersten Etage bis hinauf zu den einfachen Räumen im vierten Stock in allen Bädern die Heißwasserhähne auf, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich funktionieren. Hier gab es Zentralheizung, hier gab es Heißwasser, hier gab es, was für heute auch ganz selbstverständlich ist, aber damals war das noch eine Sensation, diese beheizten Handtuchhalter. Also das war schon etwas ganz Tolles. Und es ging ja auch so weit, dass der Kaiser zu seinen Gästen sagte, also zum Hochadel sagte, ach Mensch Leute, geht mal lieber zu Lorenz Adlon, bei mir ist es kalt. Der Kaiser hat es Adlon absolut geliebt. Er hat mit seinem Schatzmeister hat er fast geschimpft. Er hat gesagt, warum haben wir nicht so schöne Teppiche? Warum haben wir nicht? Ja, das sieht ja alles toll. Und bei mir zieht's, es ist kalt und das Adlon, das ist toll. Er hat auch das Adlon sofort benutzt als Gästehaus. Und das ist ja bis heute noch so. Noch wichtiger als Teppiche und Sanitäranlagen ist allerdings die Gastronomie. Im Weinkeller des Adlon lagern 250.000 Flaschen. Und die hauseigenen Restaurants bieten eine Vielzahl edler und exotischer Speisen. Ein Franzose, so viel steht fest, herrscht in der Küche. Ob es aber tatsächlich der französische Meisterkoch Auguste Escoffier ist, wie Hedda Adlon behauptet, darf bezweifelt werden. Unstrittig hingegen ist, dass die Gastronomie im Adlon dem internationalen Vergleich standhält. Und selbst heute, mehr als 100 Jahre später, wird die Kochkunst im Adlon von Escoffiers gastronomischen Prämissen bestimmt. Auch in der Küche des Sterne-Restaurants Lorenz Adlon. Ich glaube, ich habe ja hier dieses Buch von Escoffier noch mit dabei. Was original signiert ist von ihm im Übrigen. Und wenn Sie da reinschauen und die Fülle sehen an Rezepten, es wurden Austern verarbeitet, es wurden Möweneier verarbeitet, Trüffel, die Sachen, die er damals erwähnt hat, die sind heute so aktuell. Er macht sich Gedanken darüber, wie sind die Serviceabläufe, was möchten die Gäste, sind wir zeitgemäß, was können wir Neues, Innovatives entwickeln, was möchten die Menschen. Das ist für mich heute noch so aktuell wie vor 100 Jahren. Als Wilhelm II. Seinen Cousin, den englischen König Edward, empfängt, speisen sie natürlich im Adlon. Die Seezunge, die sie damals serviert bekommen, bereitet Hendrik Otto in der Küche des Adlon noch einmal zu. Auch wenn der Sternekoch die von Escoffier empfohlene Soße heute nicht mehr zum Fisch reichen würde. Das Gericht, was für Eduard VII. In Berlin präsentiert wurde, das war aufgebaut auf einer dunklen Soße, einer Soße Espagnole, die hergestellt wird aus dunklen Rinderknochen. Und das ist halt schon sehr scharf gewesen, sehr fruchtig, sehr süß. Aber meines Erachtens, ich möchte Herrn Escoffier nicht zu nahe treten, für eine Seezunge nicht passend.
Die Geschmäcker ändern sich. Doch damals wie heute entscheidet ein guter Leumund über Wohl und Weh der Küche. Wo der Kaiser speist, wollen auch seine Untertanen dinieren. Jedenfalls jene, die sich das Essen in Lorenz Adlons neuem Hotel leisten können. Neben hochpreisigen Restaurants besitzt das Adlon eine Vielzahl unterschiedlich gestalteter Gesellschaftsräume. Vom repräsentativen Versammlungssaal bis zum intimen Rückzugsort. Egal, ob Geheimverhandlungen oder Schäferstündchen, das Adlon bietet für jeden Anlass das passende Ambiente. Und das zieht tatsächlich eine alte und neue Oberschicht hier in das Haus, die vielleicht vorher noch gar nicht so einen festen Ort hatte. Natürlich gibt es das Schloss. Und im Schloss trifft sich der Hof, der Adel und vielleicht die allerobersten Spitzen der Gesellschaft. Aber hier im Adlon, da kann natürlich diese Mischung aus alter Aristokratie und neuem Geldadel sich in einer Art und Weise vollziehen und auch in gewisser Weise zelebriert werden, wie vielleicht an keinem anderen Ort. Die pompöse Empfangshalle des alten Adlon. Früher war die Halle im Adlon legendär dafür, dass die Leute in der Belle Etage ausgestiegen sind, damit sie die große Treppe hinunterschreiten konnten und ihren Auftritt hatten. Ja, es ist etwas, was heutzutage komplett verloren ist eigentlich. Ich kenne kein Hotel, wo das heutzutage noch möglich ist. Im Mai 1913 ehelicht die Kaisertochter Victoria Luise den Welfenprinzen Ernst August. In jenen Tagen ist das Adlon Europas begehrteste Adresse. Telegramme und Eilbriefe trafen körbeweise im Adlon ein. Das Telefon stand nicht still. Doch war fast jedes Bett bereits für die Gäste des Kaisers reserviert. So mussten unzählige Absagen in alle Welt zurücktelegrafiert werden. Der englische König kommt. Und in der offenen Kutsche fährt der russische Zar Nikolaus mit dem Vater der Braut durch Berlin. Die Hochzeit von Victoria Luise folgt im Grunde genommen einer Regie, die aus dem 17. Jahrhundert stammt. Nur was das Besondere ist, dass sie im 20. Jahrhundert eigentlich immer noch genauso gefeiert wird. Und dass eben ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg nochmal der englische König und der russische Zar nach Berlin kommen, um gemeinsam ein großes Familienfest zu feiern. Und die drei Monarchen sind ja auch Cousins. Das ist wirklich so ein merkwürdiger Moment, wo noch einmal alles aufblüht, bevor dann diese ganze Welt im Weltkrieg eigentlich krachend zugrunde geht. Glaubt man Herrn Adlon, so entgeht das Hotel damals nur knapp einer Katastrophe. Russische Anarchisten, die den Zaren töten wollen, deponieren eine Bombe im Adlon. Doch der Anschlag kann vereitelt werden. Auch diese allein von Hedda kolportierte Geschichte gehört zu den großen Mythen des Hauses. Man trachtete Nikolai II. Schon seit längerer Zeit nach dem Leben. Ja, es ist wahrscheinlich aber ein wirkliches Beleg, dass es so war, habe ich dafür nicht gefunden. Denn es sind auch keine Akten, also von der politischen Polizei, mehr erhalten. Bis jemand den Beleg bringt, müssen wir, glaube ich, davon ausgehen, dass das eine erfundene Geschichte ist. Was aber stimmt, ist, dass die Berliner Polizei wahnsinnige Angst vor einem Anschlag hat. Am Ende sind es die blaublütigen Hochzeitsgäste selbst, die das alte Europa in die Luft gehen lassen. Im August 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Durch das Brandenburger Tor ziehen die deutschen Soldaten in die Schlacht. Vorbei am Adlon, wo die Feinde von heute gestern noch gemeinsam dinierten. Der von allen erwartete schnelle Sieg bleibt aus. Der Krieg zieht sich und in den meisten großen Luxushotels gehen die Lichter aus. Nicht so im Adlon. Im Gegenteil, das 4 Jahre währende Völkergemetzel beschert dem Haus volle Betten. Während des Krieges stand kein Zimmer leer. Behörde über Behörde etablierte sich in Berlin.
Die maßgeblichen Leute dieser Behörden mieteten in unserem Haus Apartments auf Jahre. November 1918. Revolution in Berlin. Schüsse peitschen vom Brandenburger Tor über den Pariser Platz und zerschlagen im Adlon die Fenster der Eckappartements. Der Kaiser dankt ab und Revolutionstruppen durchsuchen das Lieblingshotel seiner Majestät nach Waffen und Offizieren. Tagelang toben rings um das Hotel Kämpfe. Erst im Januar 1919 kann sich die neue sozialdemokratische Reichsregierung durch massive militärische Unterstützung behaupten. Lorenz Adlon geht inzwischen auf die 70 zu und muss nun erleben, wie seine Welt zusammenbricht. Er hat den Kaiser geliebt. Unser Familienwappen ist ja eben dieser Adler und drunter ist die Kugel. Das ist der Reichsapfel. Lorenz hatte die Erlaubnis vom Kaiser, den Reichsapfel im Familienwappen zu benutzen. Darunter steht Adlon oblige. Ja? Das heißt, er war extrem nah. Adlon oblige. Adlon verpflichtet. Doch was heißt das jetzt, wo der Kaiser im Exil und Deutschland eine Republik ist? Der Elefantenbrunnen des Adlon, ein Nachbau. Das Original stand im Lichthof des Hotels. 1919 lassen sich dort amerikanische Soldaten filmen. Die Sieger des Krieges auf Sightseeing in Berlin. Lorenz Adlon kann das alles nicht mehr begreifen. Als der Kaiser dann ins Exil ging, hat sich Lorenz nach wie vor jeden Tag ins Brandenburger Tor gestellt, in die Mitte, und hat auf den Kaiser gewartet. Es kommt, wie es kommen musste. Der geistig verwirrte Hotelgründer Lorenz Adlon wird von einem Auto angefahren. Man muss dazu wissen, dass das Brandenburger Tor bis zum Ersten Weltkrieg nur vom Kaiser zu durchfahren war, von niemandem anderen. Also das heißt, Lorenz Adlon hatte auch gar nicht das Bewusstsein für Verkehr durchs Brandenburger Tor. Ja, und der gleiche Unfall passiert 1921 im April ein zweites Mal. Aber bei diesem Unfall stirbt Lorenz Adlon. Der Domfriedhof der Berliner St. Hedwigsgemeinde. Hier befindet sich die imposante Grabstätte des Hotelgründers. Als Lorenz Adlon 1921 stirbt, übernimmt sein mit dem Hotelbetrieb bestens vertrauter Sohn Louis nun auch ganz offiziell die Geschäfte und führt das Adlon in dessen glanzvollste Ära. An seiner Seite als Frau-Direktorin Hedda. Ich war für alle Angestellten vom ersten Tage an die anerkannte Chefin und Patronesse. Und meine in Amerika erworbenen Kenntnisse kamen mir bei der Arbeit sehr zugute. Hedda bringt ein großes Wassergrundstück vor den Toren Berlins mit in die Ehe. Hier am Lenitzsee lässt sich das Paar eine repräsentative Villa errichten. Das Haus Adlon. Das Haus Adlon, die Villa, also Louis hat es geliebt zu reiten. Die hatten hier ihre Pferdeställe, die hatten ihre eigenen Pferde, die sind hier in den Wald abgezogen. Das muss irre gewesen sein, muss wahnsinnig schön sein. Es war eine große Ehre, ins Haus Adlon eingeladen zu werden. Die müssen hier wahnsinnig schöne Feste gefeiert haben, im engsten Kreise. Für große Gesellschaften hat das Paar ja immer noch das Hotel Adlon. Und dort boomt das Geschäft auch ohne die Gnade des Kaisers. Es sind die goldenen 20er oder die Roaring Twenties, wie die Amerikaner sie nennen. Die Gäste aus dem Ausland strömen in Scharen nach Berlin, um Geschäfte zu machen oder einfach nur, um sich in Europas neuem Sündenbabel zu vergnügen.
Berlin war nicht so teuer wie andere Metropolen. In Berlin konnte man sich auch viel mehr erlauben als woanders. Hier war praktisch alles erlaubt. Also die Sittengesetzgebung war in Berlin weitaus liberaler als in anderen Ländern. In der Inflationszeit genügen eine Handvoll Dollar, um sich nächtelang zu amüsieren. Der linksliberale Publizist Karl von Ossietzky schreibt 1922: Die Kanzlerecke ist die Valuta-Ecke. Bis zum Adlon zieht sich ein Gebiet hin, das nominell noch zum Deutschen Reich gehört, faktisch aber seit dem letzten großen Sturz der Mark als exterritorial angesehen werden muss. Da ist jede Sprache, jede Währung, jede Kleidung vertreten. Das ist die Stadt, wo all das, was die kaiserliche Kulturpolitik jahrzehntelang zurückgehalten hat, plötzlich explodieren kann. Es gibt ein neues Theater, nicht? Das Brechtsche Theater bricht sich Bahn. Die ganzen Kunstströmungen, also ob das nun Dada ist oder der Surrealismus, die neue Sachlichkeit, kommt plötzlich zum Vorschein. Zusammenbruch und Aufbruch sind ganz, ganz nah beieinander. Und ich glaube, das schafft hier in der Stadt eine Dichte und eine Intensität, die es vielleicht so in anderen Städten nicht gibt. Im Adlon hat man die Zeichen der Zeit erkannt. Das Hotel wird zu einer festen Adresse im Berliner Amüsierbetrieb. Schon an den Nachmittagen werden hier Tanztees veranstaltet. Und Hedda Adlon reklamiert für sich die Idee, mit hauseigenen Eintänzern reifere Damen der besseren Gesellschaft ins Adlon zu locken. Ein Service, mit dem das Adlon Eingang in die Musikgeschichte findet. Im Café des Adlon entsteht die Eintänzerballade »Schöner Gigolo, armer Gigolo«. David Hemmings versucht 1978 in seinem gleichnamigen Film die fiebrige Atmosphäre im Berlin der 20er Jahre einzufangen. Marlene Dietrich hat hier an der Seite von David Bowie ihren letzten großen Auftritt. Mit rauchiger, brüchiger Stimme, aber immer noch ganz Diva, kehrt die 77-Jährige zu den Anfängen ihrer Karriere zurück. In den späten 20ern ist die Schauspielerin Stammgast in der Adlon Bar. Die Rolle der Fashion Lola im Blauen Engel macht sie 1930 zum Weltstar. Und wenn die Dietrich jetzt im Adlon auftaucht, steht sie im Blitzlichtgewitter. Das Adlon und die Stars. Charlie Chaplin logiert hier gerne. Seine Unterschrift findet sich im alten Gästebuch des Hotels. Das liest sich wie das Who is Who der Zwischenkriegszeit. Ernst Lubitsch, Harold Lloyd, Enrico Caruso. Emil Jannings, Sinclair Lewis, Thomas Mann. Und Albert Einstein. Pola Negri ist eine Leinwandlegende. Fährt sie im Adlon vor, stehen die Pagen Spalier. Und die Klatschreporter. Denn der Stummfilmstar ist immer für eine Schlagzeile gut. Als ich Pola Negri ihre Hotelsuite mit dem gerade erst volljährig gewordenen Louis Adlon Junior teilt, kommt es zum Skandal. Ja, was heißt Skandal? Es ist ein Sohn des Hauses, der mit einer viel älteren Berühmtheit halt in die Kiste steigt. Die haben sich wahnsinnig gemocht. Der Louis und die Pola haben sich wahnsinnig gemocht. Und wenn sie alleine im Adlon war und Louis da war, dann hat sie sich Louis aufs Zimmer geholt. Was war daran skandalös? Daran war einfach skandalös, dass der Louis das gemacht hat, was man eigentlich nicht machen sollte, nämlich als Hotelier oder auch Hoteliers Sohn mit der Kundschaft schlafen. Und wieder stehen die Pagenspalier, diesmal für den kleinen Jackie Coogan. Er ist The Kid in Charlie Chaplins gleichnamigem Stummfilm. Nun ist Jackie auf Europatournee und wird vom stolzen Vater auf dem Fenstersims der jubelnden Fangemeinde präsentiert. Ähnliches wiederholt sich 2002.
Diesmal ist es Michael Jackson, der seinen kleinen Sohn Blanket über die Brüstung hieft. Einflüsse auf das Verhalten unserer Gäste haben wir wenig. Jetzt kommt natürlich dazu, je berühmter ein Gast ist, desto mehr Ansprüche werden natürlich an die Sicherheit gestellt. Und je mehr verrückte Fans wir vor der Tür haben, desto mehr versuchen wir auch, diese zu beruhigen ein wenig. Popstars, Präsidenten, Privatiers. Egal, wer seine Rechnung zahlen kann, ist im Adlon willkommen. Ganz gleich, ob mit Fans im Schlepptau oder Motorrad-Eskorte vorneweg. Ein hauseigener Rolls-Royce steht für Ausflüge bereit. Und selbst wenn ein Gast im Dienst der Weltrevolution reist, findet er im Adlon ein bourgeoises Bett. So wie diese Dame, Alexandra Kollontai, russische Revolutionärin und radikale Feministin. Alexandra Kollontai ist eine glühende Kommunistin, zieht an Lenins Seite in diese Revolution und wird dann eine seiner engsten Mitarbeiterinnen. Als Volkskommissarin ist sie für soziale Fragen zuständig. Insofern ist sie wirklich eine sehr, sehr mächtige Frau. Dass aber eine ehemalige Bolschewikin und Vertreterin der Sowjetunion dann im Adlon absteigt, das ist schon ein gewisser Widerspruch. Die Berliner Kommunisten empören sich über die Auftritte der, wie hier, in teure Pelze gehüllten Kollontai. In der roten Fahne fordern sie Moskau auf, die luxusliebende Genossin umgehend in die Heimat zurückzurufen. Moskaus Botschaft befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Adlon. Auf ihren Empfängen trifft sich alles, was im Berliner Kulturleben Rang und Namen hat. Viele Künstler und Intellektuelle sympathisieren mit den Kommunisten. Das Vertrauen in die demokratischen Institutionen der Weimarer Republik schwindet. Erst recht, seit die 1929 beginnende Weltwirtschaftskrise auch in Deutschland zu Massenarbeitslosigkeit und allgemeiner Verelendung führt. Wenige Gehminuten vom Adlon entfernt, der Reichstag. Hier wächst nicht nur die kommunistische Fraktion, auch die Nationalsozialisten gewinnen an Zustimmung und Einfluss. Immer öfter sieht man nun Nazi-Größen mit Vertretern von Finanzkapital und Großindustrie dinieren. Nicht im Adlon. Hitler bevorzugt den Kaiserhof in der benachbarten Wilhelmstraße. Seit 1918 Stammhotel der extremen Rechten. Die Nazis hatten den Kaiserhof, Nomen est Omen, also die haben sozusagen sich selber ja als die Herrenmenschen gesehen und sich den Kaiserhof erkoren. Möglicherweise waren ihnen auch Louis und Hedda Adlon zu liberal und diese ganze Gesellschaft, die hier verkehrte. Kaiserhof ist das Hotel, wo der Österreicher Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft annimmt. Also das ist schon ein zentraler Ort. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass dort auch im unmittelbaren Vorfeld der Machtübergabe strategische Treffen stattfinden. Im Januar 1933 kommt es zur, wie die Nazis es nennen, Machtergreifung. Adolf Hitler wird Reichskanzler. Die Sturmabteilung der NSDAP, die SA, zieht durchs Brandenburger Tor zur Reichskanzlei, um ihrem Führer zuzujubeln. Vom Adlon aus beobachtet Hedda das Geschehen. Bis nach Mitternacht dauerte der Vorbeimarsch. Die Fackeln bildeten einen Feuerstrom, dessen Wellen ununterbrochen aufeinander folgten. Die Adlons, hier unter Hakenkreuzfahnen, begreifen schnell, dass sie mit diesem Strom mitschwimmen müssen, wenn sie ihr Haus erfolgreich weiterführen wollen. Es
Louis und Hedda Adlon konnten natürlich nicht neutral bleiben. Sie unterstützten dieses System. Das Problem war, Louis Adlon hatte einen extremen Schuldenberg nach dem Tod seines Vaters, weil er musste von dem Erbe seine Geschwister auszahlen und dafür hat er nochmal Kredite aufgenommen. Wie schon zur Kaiserzeit und in der Weimarer Republik macht seine exponierte Lage das Adlon auch jetzt zu einem hochpolitischen Ort. Noch 1933 werden Teile des Hotels vom Außenpolitischen Amt der NSDAP angemietet. In den Konferenzräumen des Adlon halten die Nazis nun bevorzugt Propagandavorträge für ausländische Gäste. Das gediegene Ambiente des renommierten Hotels soll Seriosität ausstrahlen. Die Nazis waren sofort im Adlon. Warum waren sie sofort im Adlon? Warum das Außenpolitische Amt vor allen Dingen? Das Adlon war das internationalste Haus, das es gab. Das Adlon strahlte in die Welt. Das haben sich die Nazis natürlich zu Nutzen gemacht. Ja? Und von 33 bis 41 ging das gut. Bis es dann hieß, einer der wichtigsten Business-Ehepaare Berlins und sie sind nicht in der Partei. Wie sieht das aus? Das geht nicht. Wir müssen jetzt beitreten. Also sind sie eingetreten. Hedda und Louis Adlon werden NSDAP-Mitglieder. Zwei von am Ende über 8 Millionen Deutschen. 1936 durchzieht das Adlon noch einmal ein Hauch früherer Internationalität. Olympische Spiele in Berlin. Das Olympische Komitee bezieht Quartier im Hotel. Und vor der Tür verdeckt für eine kurze Zeit ein vielsprachiges, buntes Leben den uniformen Alltag der braunen Diktatur. Vor unserem Haus flanierten elegante Französinnen mit zerbrechlichen Absätzen unter erlesenem Schuhwerk, sportliche Amerikanerinnen mit Goodyear-Sohlen unter ihren Sportschuhen, dazwischen Offiziere in allen Uniformen. Das war der äußere und glanzvolle Eindruck jener Tage. Heute befindet sich hinter dem Adlon das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Auch ehemalige Gäste und jüdische Angestellte werden Opfer des Holocaust. Und das, während man im Adlon vergeblich versucht, die Nonchalance des alten Berlins zu konservieren. Hat es funktioniert, das in die Zeit zu retten? Nein, natürlich nicht. Ja, weil die Lebenslust, die Freiheit war ja weg. Ja. Die guten Entertainer, ja, die waren entweder, ich hasse es so darzustellen, aber es ist wirklich so, die sind entweder geflüchtet oder halt vernichtet worden. Das war eine dunkle Zeit. ...1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Auch das Adlon rüstet auf. 1992 werden die Reste des hoteleigenen Luftschutzbunkers freigelegt. Hier verbringen die Adlons und ihre verbliebenen Gäste in den Kriegsjahren viele Nächte. Der Bunker, der war luxuriös. Die hatten ja alles runtergeschafft, die Teppiche, Möbel. Der Weinkeller war sowieso extrem gut bestückt. Und dann saßen die hohen Herrschaften, die hier im Hotel logierten. Aber natürlich kamen auch die Künstler aus dem Schauspielhaus, aus dem preußischen Staatstheater, wenn Bombenalarm war. Und die saßen im Keller und ließen es sich gut gehen. Während unter der Erde Champagner getrunken wird, fallen oben die Bomben.
Die alliierten Luftangriffe machen Hunderttausende Berliner obdachlos. Trümmerlandschaften. Das Adlon aber bleibt nahezu unbeschadet. Im erbitterten Kampf um die Reichshauptstadt dient das Hotel als Lazarett. Hier Aufnahmen sowjetischer Kameramänner unmittelbar nach der Besetzung des Gebäudes. Zum Verhängnis wird dem Adlon schließlich sein riesiger und auch nach über 5 Jahren Krieg noch üppig gefüllter Weinkeller. Nach dem Ende der Kämpfe entdecken sowjetische Soldaten diesen Schatz. Sie plündern die Regale und lassen, angeblich durch eine achtlos weggeworfene Zigarette, das Adlon in Flammen aufgehen. Also das Adlon ist ja am 2. Mai 1945 in der Nacht abgebrannt. Die Russen haben im Keller die 1 Million Flaschen Weinsammlung gefunden, haben natürlich gesagt, na Strowie, ja, da wird jetzt gefeiert. Recht haben sie, hätte ich auch, ja, nach dieser Hölle. Das Ehepaar Adlon erlebt das Kriegsende in seiner Villa am Lenitzsee. Auch Hedda und Louis bekommen Besuch von den Siegern. Ihr imposantes Anwesen macht sie verdächtig. Die Russen kamen hier rein. Drüben auf der Treppe stand Louis. Und eine Bedienstete kam von Richtung Küche und hat geschrien: Nein, lassen Sie das, lassen Sie das. Sie verstehen nicht. Das ist Louis Adlon, der Hotelier. Louis Adlon. Generaldirektor vom Hotel Adlon. Und was haben die Russen gehört? General. Sie haben ihn verhaftet. Und das war das letzte Mal, dass Hedda den Louis gesehen hat. Die Russen haben nichts gefunden, mit dem, wo sie ihn eben beschuldigen hätten können, und haben ihn freigelassen, haben ihn einfach vor die Tür gesetzt. Und er ist dann tatsächlich hat einen Herzinfarkt gehabt und ist in den Straßen gestorben. Nach der Teilung Berlins gehören der Pariser Platz und mit ihm die Reste des berühmten Hotel Adlon zum sowjetischen Sektor. Aufnahmen aus dem Sommer 1945. In einem unzerstörten Seitentrakt in der Wilhelmstraße geht der Hotelbetrieb weiter. Der Name Adlon bleibt, auch wenn die ehemalige Besitzerfamilie enteignet wird. Die schönsten Teile waren ja auch abgebrannt. Die Wilhelmstraße war noch halbwegs erhalten, aber die Wilhelmstraße waren ja die Räume eher für den einfachen Touristen. Die Suiten und Apartments waren ja Richtung Brandenburger Tor beziehungsweise auf die Straße unter den Linden. Also sie hatten quasi, ich sag mal so, die armen Leutezimmer, die waren heil geblieben. Ja, und in diese Zimmer zogen dann ab 1946 Immigranten, die aus dem Ausland wiederkamen, wie Brecht, Weigel, Anna Segers, die lebten hier einige Wochen, bis sie Wohnraum bekommen konnten. Aber der vordere Teil, dafür fehlten einfach die Mittel, den wieder aufzubauen. Nach dem Mauerbau 1961 zieht es die DDR vor, ihre internationalen Gäste außer Sichtweite der martialischen Grenzanlagen einzuquartieren. Das Adlon aber liegt direkt am Todesstreifen. Anfang der 80er Jahre werden dann auch die letzten Reste des Hotels abgerissen. Doch die Legende lebt weiter. Dafür sorgt die inzwischen in München lebende Hedda Adlon. Bereits 1955 bringt die Direktorenwitwe die Geschichte ihres Hauses zu Papier. Es wird ein Bestseller.
Die Rechte an dem Namen Adlon aber verkauft Hedda an den Erben der Hotelierfamilie Kempinski. Hedda hat mit ihm einen Vertrag gemacht auf Leibrente, mit der sie gut leben konnte dann. Und mit diesem Vertrag hat er das Vorkaufsrecht bekommen und das Recht, das Adlon gemeinsam mit der Familie Adlon wieder aufzubauen. Und das ist ja auch Heddas Vision in ihrem Buch, schreibt sie, wenn ein Adlon nur da. Sie hat wahnsinnig viele Angebote gehabt, irgendwo anders einen Adlon aufzubauen, weil die Legende lebte ja. Sie hat gesagt, nur an dem Platz. Das war Hedda. 1967 stirbt Hedda Adlon. 22 Jahre später aber beginnt ihre Vision Wirklichkeit zu werden. Die Mauer fällt. Berlin und Deutschland sind nicht mehr länger geteilt. Und auch am Pariser Platz werden die Karten neu gemischt. Der Berliner Senat verkauft die gut 6000 Quadratmeter, auf denen das alte Adlon stand. Verbunden ist der Deal mit der Auflage, genau an dieser Stelle ein neues Hotel der Luxusklasse zu errichten. 1997 wird das neue Adlon eröffnet. Die Sehnsucht, mit dem legendären Hotel am Pariser Platz auch Berlins altes Image als Weltmetropole wieder zu beleben, ist allenthalben spürbar. Architektonisch adaptiert das neue Haus die schlichte Gediegenheit des Vorgängerbaus. Das konservative Ambiente des Hotels suggeriert Kontinuität. Man könnte auch sagen, es kaschiert die historischen Brüche. Ein wenig Hauch von Wilhelm II. Durchweht die Räume. Bloß keine Experimente, dafür viele historische Reminiszenzen und noch mehr beigefarbene Behaglichkeit. Tradition und die Geschichte des Hauses seit 1907. Wir haben auch aus diesem Grunde natürlich in dem heutigen Gebäude Designelemente und verschiedene Elemente des ursprünglichen Baus mit aufgenommen, wie zum Beispiel unsere fast antik anmutenden Fahrstühle, der Elefantenbrunnen in der Lobby, die Kaiserbüste in unserem Gourmet-Restaurant. Also der Name Adlon ist für uns extrem wichtig, auch in der heutigen Zeit. Das Adlon passt ja insofern in eine größere Bewegung, als wir gleichzeitig gesehen haben, die Gebäude unter den Linden wurden Schritt für Schritt renoviert oder zum Teil auch wiederhergestellt. Das Schloss wird wieder aufgebaut und dann in dieser größeren Logik der historischen Rekonstruktion kann es natürlich auch Sinn machen, dann das Hotel wieder an die Stelle zu stellen, wo es mal stand und auch in den äußeren Formen anzuknüpfen an das Gebäude, das es mal gewesen war. Wer ins Adlon einkehrt, ist für die Reise ins Gestern bestens gebettet. Kann aus dem turbulenten 21. Jahrhundert in eine Welt vermeintlich zeitloser Eleganz abtauchen. Nichts kann den Gast hier erschrecken. Alles ist darauf angelegt, ihn möglichst unauffällig zu verwöhnen. Luxuriöse Heimeligkeit auf allen Ebenen. Zu Tisch bitten gleich mehrere Restaurants und dazu eine mit 2 Sternen prämierte Gourmetküche. Hier wird dann auch schon mal gleichzeitig für Kanzlerinnen und Präsidenten gekocht. Und so füllt sich auch das Gästebuch des neuen Adlon schnell wieder mit illustren Namen. Der Dalai Lama, die Queen nebst Gatten, Bill Clinton. Mit Imperial Suite, Präsidentensuite, Royal und Junior Suite ist das Adlon für jede Art Besucher bestens gewappnet. Hier gibt es King-Size-Betten, in denen tatsächlich gekrönte Häupter schlummern. Und dazu einen Blick, der, wie der Name Adlon, dies Haus zu einem besonderen macht.
der Name ist natürlich über die Jahre hinweg Legende geworden. Und was Adlon für die Hotellerie bedeutet, ist unvergleichbarer Luxus. Aber nicht Luxus, vor dem man Respekt hat, sondern Luxus, in dem man sich reinsetzen kann, in dem man leben kann, in dem man sich wohlfühlen kann. Dafür sorgen nicht zuletzt die gut 500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fünf-Sterne-Hotels. Sie sind es, die den guten Ruf des Adlon im täglichen Umgang mit den anspruchsvollen Gästen zu verteidigen haben. Egal, ob im Spa oder an der Rezeption. Ganz gleich, ob als Hostess, Concierge oder als Butler. Ihr aller Job ist es, dem Mythos Adlon Leben einzuhauchen. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr. Damit das legendäre Grand Hotel am Pariser Platz nicht nur eine Geschichte, sondern auch eine Zukunft hat.